Jo, moin moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Colosseum. Im letzten Part haben wir im Pyrethos uns ein paar Pokémon gekrallt. Und ich hoffe einfach, dass wir in diesem Part auch noch das Hubbelupf krallen können, wenn es jetzt noch wieder geht. Ich weiß es nicht, sonst müssen wir einmal die Stadt verlassen und wieder reingehen. Denn ich will unbedingt noch dieses Hubbelupf krallen von. Hier war das, glaube ich. Tut mir leid, aber ich will unbedingt dieses Krypto-Pokémon haben. Da ist es nämlich auch schon. Ja, da war es sie. Ich hoffe einfach mal, dass Iglava bald auch noch seine letzte Attacke neben Schaufler lernt. Seine, ihre? Ich weiß es gar nicht. Ich habe gar nicht auf das seine. So, Kryptoschlag auf Hublupf und Konfusion auf Mirapla. Dann kriegst du nämlich auch ein Level ab. Ja, ich habe jetzt ein bisschen mein Setup umgestellt. Mein Mikro steht jetzt nicht mehr links von mir, sondern rechts von mir. Einfach weil ich dann einen besseren Blick auf den Fernseher habe und ja. Jo, Megasauger, wahrscheinlich. Erstmal schön Energie absaugen. Confusion. Ach, fast. Ich probiere es einfach jetzt direkt. Solange Iglava nicht am Ende des Zuges im Furry-Modus ist, ist alles super. Ach, du kannst es auch? Oh, das tut nicht wirklich weh. Nee, du wirfst erstmal einen Superball auf Hubbelupf. Und du machst einmal nochmal Konfusion auf Pulox. Fuck yeah! Nice. So, damit haben wir jetzt Hubbelupf und... Jo. Das heißt, wir haben jetzt alle Krypto-Pokémon des Duellplatzes gefangen. Das ist schon mal super. Und wir haben schon drei Team-Pokémon, vier Team-Pokémon insgesamt. Wobei ich immer noch nicht... Jetzt ja, hatten wir ja letztes Mal schon. So. So, wir haben es auf jeden Fall hier, glaube ich, jeden mit einem Krypto-Pokémon bekämpft. Zumindest die öffentlichen Leute. Und so. Erstmal heile ich die Pokémon. So. Und zwar haben wir Iglava und Vati, die schon fest im Team drin werden, sein können. Ja, das Herz ist fast ganz offen und es ist denn kein Kreuzhieb. Ui. Und was kannst du? Ist recht offen. Ja. Ach. Dann gehe ich ja nicht mehr erstmal auf Items. Was kannst du? Du kannst Donnerwelle. Nice, das wird auf jeden Fall zum Fangen nicht schlecht sein. So. PDA. Da haben wir nichts, ne? Ne. So, ich speichere vorher nochmal. Weil ich habe keine Lust, dass die Pokémon jetzt wieder verloren gehen.
Weil ich habe keine Lust, dieses Hubluft nochmal zu fangen, was mich ja letzten Part so aufgeregt, was mich ja den letzten Part so richtig aufgeregt hat. Ich würde sagen, wir machen jetzt auch direkt mal am. Oh. Okay. Ja, vermutlich wer gewinnt. Shiny. War Kay nicht dieser Kerl, der am Eingang der Stadt rumlummerte? Vielleicht weiß er irgendetwas, fragen wir ihn doch. Ah. Guck mal, hier kriegen wir doch den Tipp, dass wir mit Kale nochmal sprechen sollen. Kämpfst du nicht auch? Ja, okay. Ah, einfach links nochmal. Im letzten Turnier habe ich mir den Sieg durch den Lappen gehen lassen. Und das war nicht das erste Mal. Beim letzten Mal, beim vorletzten Mal. Und auch das Mal davor, immer verliere ich. Es ist wirklich zum Heulen. Ich hab's, ich werde zum Orakel von Pyritus gehen. Sie soll mir sagen, wann ich endlich gewinne. Was hast du? Uiuiui, schrecklich. Wenn man von hier aus nach unten schaut, dann fühlt man sich, als ob man hineingesaugt würde. Die Schlucht muss irrsinnig tief sein, man sieht nicht einmal mehr den Boden. Ihr müsst wissen, ursprünglich war Pyritus eine Bergbaustadt. Na, wir springen jetzt einfach mal noch zurück und sprechen mit Kale. Weil hier haben wir ja schon alle Krypto-Pokémon gefangen. Nee, so war das jetzt nicht geplant. So, der Typ hier war Kale, ne? Was? Ich höre wohl nicht recht. Als ob ein Selbstnamens-Po, als ich, ob ich ein Selbstnamens-Pokémon habe, wollt ihr wissen? Ja, wenn ihr es unbedingt wissen wollt, dann schaut das doch einfach selbst nach. Ich kann nicht mehr lesen. Raufbold Kale. Visenior und Trass. Oh. Alter, krass, 33. Das dürfte dann wahrscheinlich ein Krypto-Pokémon sein. Na dann. Kryptoschlag auf Trassler und du machst Rückkehr auf Visenior. Ach, du machst auch Kryptoschlag. Rückkehr. Ja, es bringt Trasse nur fast um. Begrenzer. Welche Attacke begrenzt du? Besiegelte Attacken des Gegners. Oh, fick dich doch. So. Na super, Iglava ist tot. Geiler Scheiß, deswegen hole ich jetzt erstmal Vati raus. Und du machst erstmal Trasser fertig. So. Natürlich hätte ich jetzt Igel aber gebrauchen können. Aber zum Glück ist ja Traster tot, das heißt Begrenzer ist nicht mehr, es gilt nicht mehr und der Kriegsamus muss jetzt voll auf die Fresse.
das Ding hat auch noch ein Macholo, natürlich. So. Dann machst du immer Donnerwelle auf Ysenio, weil ich habe keinen Bock, dass das Ding angreift. Und du machst immer Konfusion auf Macholo. So, Confusion. Natürlich sehr effektiv. Und Macholo ist dementsprechend auch tot. Paralyse. So, und du machst einmal Kryptoschlag. Und ich versuche das Ding schon mal zu fangen. Ich hoffe einmal, dass es jetzt drin bleibt. Wäre sonst auch ärgerlich. Jawohl. Ja, mein schönes Krypto-Pokémon. Und da erfahren wir nämlich das erste Mal, dass dieses Pokémon ein Krypto-Pokémon. Dass diese Pokémon Krypto-Pokémon heißen. Aber ich habe natürlich schon ein bisschen gespoilert, tut mir leid dafür. Ha, war das alles? Die Queen ist vielleicht ein Lügner. Denkt sich einen tollen Namen aus und dann ist dieses Krypto-Pokémon die totale Pleite. Das ist der Preis, den man im Kolosseum gewinnt. Pff, lass dich bloß nicht übers Ohr hauen. Krypto-Pokémon? So, Krypto-Pokémon nennt man sie also, die Pokémon mit der dunklen Aura. Cutscene. Bei dir läuft, wie ich annehme, alles nach Plan, die Queen. Na guck mal, den kennen wir doch, oder die, oder wer ist, was auch immer das ist. Der Riku-Verschnitt auf jeden Fall. Gerade so haarsträubend gut sogar, Jakira. Ganz nach Plan. Grant haben wir vollkommen in der Hand. Und wir können im Kolosseum schalten und walten, wie es uns beliebt. Und die Turniersieger erhalten unsere schnuckeligen Krypto-Pokémon, von denen wir fleißig Daten sammeln. Gut. Auch die anderen halten sich an ihren Teil der Abmachung. Und unser Krypto-Pokémon-Plan läuft auf Hochtouren. Wir stehen kurz vor seiner Vollendung. Ich bin schon ganz kribbelig für Aufregung. Am liebsten würde ich jetzt tanzen. Tanzen kannst du, wenn unser Plan erfolgreich war. Ende. Also gut. Ich gehe schon mal vor zur Höhle, wo unser nettes Pokémon wartet. Und Musik bitte. Oh, diese Musik. Anscheinend hat dieses Kolosseum irgendein Geheimnis. Es scheint, als gäbe es nur eine Möglichkeit, im Turnier antreten. Ja. Aber ich weiß gar nicht, gibt's... Ich weiß, dass irgendwann... Ist das jetzt schon? Nein? Was? Ihr schon wieder? Ich bitte euch, verratet... Also, na gut, das war schon... Dann erst später. Weil ich könnte mir auch vorstellen, dass da trotzdem noch Leute mit Krypto-Pokémon antreten. Das heißt, ich gehe erstmal zur Wüstenmauer und kaufe mir ein paar Pokébälle. Ah, die Musik. Die ist toll. So, 7 Superbälle. Und 7 Pokébälle. So. Herzlichen Dank. Kann ich sonst etwas für dich tun? Nein, kannst du nicht. Also dann bist du Mist.
Ja, wir haben jetzt auf jeden Fall wieder 20 Bälle. Heißt bereit für weitere 20 Krypto-Pokémon. Jetzt geht's auch nach Pyrotos wieder. So, dann geht's auf jeden Fall jetzt los zum Turnier. Oh, Cutscene. Hilfe, etwas furchtbar. Bitte, Hilfe. Im Haus. Der alte Slam hat. Was? Was macht Slam nur für Sachen? Einfach hier sein Zahnrad zu stehlen. Da hat das Kolosseum doch keinen Strom mehr. Was ist hier los? Sind Sie in Ordnung? Ja, mir ist nichts passiert, aber es ist meine Schuld. Ich hätte nicht gedacht, dass Slam. Warum hat er das nur getan? Aber Slam, ihm hat Grant doch immer vertraut, wie ein Bruder. Warum sollte ausgerechnet er? Das würde ich auch gern wissen. Und dann rief er auch noch so einen Unsinn wie, dieses Kolosseum muss unter allen Umständen geschlossen werden. Danke, dass ihr euch Sorgen um mich gemacht habt, ihr jungen Leute. Mir geht's schon wieder gut. Eine Bitte habe ich allerdings noch. Wollt ihr sie anhören? Jo. Wenn das Kolosseum keinen Strom hat, verliert die Stadt ihre wichtigste Einnahmequelle. Such bitte das Zahnrad, das Slime gestohlen hat. Das wäre wirklich wichtig. Na, wir haben noch ein Zahnrad am Anfang, im ersten Part gesehen. Weil ich weiß, dass es noch irgendwo ein anderes Zahnrad gibt, was ich auch vorher mal genommen hat, aber das Zahnrad an der Wüsten war es mir bei diesem Durchspielen das erste Mal aufgefallen. Und wäre doch interessant, ob das da auch geht. Oder vielleicht liegt es gar nicht mehr da. Doch, es liegt noch hier. Hier liegt denn das Zahnrad auf dem Boden? Ist das? Nein, schade. Ja, wär witzig gewesen, wenn es zwei Möglichkeiten gewesen gäbe. Wenn es zwei Möglichkeiten gäbe. In Fennec denke ich mal nicht. Aber ich habe das Spiel ja schon mal gespielt, also von daher. Ich weiß, wo die Dinger liegen. Und ihr seht, da blinkt was. Shiny findet ein Zahnrad für die Windmühle. Shiny hält ein Zahnrad. Wo Shiny das wohl hingetan hat, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall können wir jetzt wieder zurück nach Pyrotos und das Zahnrad zurückgeben. Ich hoffe einfach nur, dass jetzt was da. Ja, guck mal. Zellenschlüssel. Ah. Ich dachte, der liegt hier. Guck mal, hier ist Pierrot. Ich fliehe nicht von hier. Und wenn du dich auf den Kopf stellst, wir bleiben auf jeden Fall hier. Die Tür ist verschlossen. Zellenschlüssel nutzen. Ja, okay. Passt. So. Natürlich haben die hier einen Universalschlüssel. So, nee, hier ist auch nichts. Und hier ist halt nur der Typ. Mit dem konnten wir aber vorher nicht reden. Hä? Ihr lasst mich frei? Ich kenne euch zwar nicht, aber danke jedenfalls. Bis die Tage mal. Aha, was hat er denn da liegen lassen? TM 46, ich weiß gerade gar nicht mehr, welche TM das war. Raub, ja, super. Braucht kein Schwein. Auf jeden Fall. Ihr habt ja gesehen, wie die Gegenstände aussehen, die halt einfach so auf dem Boden liegen. Die glitzern halt einfach nur und das war's. So, jetzt bringen wir erstmal das Zahnrad zurück. Ach, guck mal. Es tut mir so leid. Ist wirklich alles in Ordnung? Ich bin okay, kein Grund zur Sorge.
Wirklich? Dann bin ich ja beruhigt. Aber ich frage mich, was Slam sich dabei gedacht hat. Ich bin sicher, es fiel ihm selbst schwer. Aber offenbar war er überzeugt davon, dass ihm keine andere Wahl blieb. Ich kenne Slam. Aber was grübeln wir, Grant? Sieh mal hier rüber. Oh, ihr. Ich glaube, du solltest dich besser bedanken, Grant. Ja, das ist doch das Zahnrad. Und ihr habt es gefunden? Ich bin euch zu Dank verpflichtet. Bitte verzeiht meine schroffe Art. Ich kann euch wohl doch vertrauen. Ich danke euch jedenfalls von Herzen. Wirklich vielen Dank. Gut, und jetzt bauen wir das Zahnrad wieder genau da ein, wo es hingehört. Jo, hier fehlt ein Zahnrad. Zack, nutzen. Perfekt, alles bereits im Start und los geht's. 30 Jahre drehe ich am Rad. Machst du weiter und ich drehe am Rad. Ja, so muss es laufen und alles ist wieder in Ordnung. Jo. Ich denke, du bist ein mutiger und ehrenhafter Mann, deswegen habe ich eine Bitte an dich. Willst du mich anhören? Jo. Danke. Ich möchte, dass du am nächsten Turnier im Kolosseum teilnimmst. Du musst siegen und für mich herausfinden, was dort nach dem Turnier passiert. Ich bin sicher, du schaffst das. Man erkennt sofort, dass du kein gewöhnlicher Trainer bist. Ich glaube an dich. Bitte, lass mich nicht im Stich. Gut, wir hatten ja eh vor, am Turnier teilzunehmen. Also, gehen wir auch direkt mal zum Kolosseum und dann bin ich gerade mit meinem Finger vom Dingens abgerutscht. Guck mal, hier hinten liegt auch noch ein Zahnrad. Hier liegen überall Zahnräder. Das ist wirklich interessant. Ich weiß, wir haben zwar nicht gekämpft, aber es ist irgendwie immer eine Intuition, ich gehe hier rein und heile meine Pokémon. Aber speichern kann wirklich nie schaden. Denke, weil wir jetzt noch ein weiteres Krypto-Pokémon bekommen haben. Und zwar Kales Visenio. Wir können uns die Krypto-Pokémon noch alle mal angucken. Wir haben einmal Morlords. Ja. Wir haben einmal Traunfugil, einmal Hubbelupf und einmal Visenior. Den Rest haben wir im Team. Naja. Aber da das Turnier im nächsten Part ja schon anfangen würde, möchtest du es auch einfach mal. Danke für deine Geduld. Nun haben wir wieder Strom und die Registrierung für das nächste Turnier kann aufgenommen werden. Hallo und willkommen im Colosseum Pirates. Nimmst du am Turnier teil? Jo. Nimmst du also teil? Willst du mit deinen Pokémon antreten, die du jetzt bei dir hast? Jo. Gut, dann kämpfe und versuche zu gewinnen. Tja, wir gehen ohne Cosma rein. Nimrod. Schmerbe und Sandan. So, ihr beiden könnt dann auch mal euren Spaß haben. Ja, nice, du kannst endlich Flammenrad. Ich nehme mal aus Sandern ein und das auf Schmerbe. Es haut auf jeden Fall rein. Ich weiß gar nicht, ob man sich nach der Runde geheilt wird oder nicht. Wäre natürlich scheiße, wenn nicht.
So, und genau das gleiche wieder. Dann haben wir auch schon Runde 1 gewonnen. Und auch Sandmann ist K.O. Bäh, dann wäre mir der Controller wieder aus der Hand geflogen. Ja, die Schatten-Sandmann ist auch schon geil aus, bis auf die... Wenn man den ganzen Tag dran ist, dann sieht man, dass die Schatten ein bisschen verpixelt sind. Das können uns den Pirates zwar die Chance zu gewinnen oder was auch immer das gerade war. Duell 2. Isla? Du willst das K.O.-Turnier gewinnen? Das ist doch grotesk. Natu und Medite. So, dann machen wir auf jeden Fall einmal Schlammrad auf dem Natu und warum wieso noch Medite? Ich weiß gar nicht mehr, was Medite für ein Typ war. Ja, dann war Medite auch noch Teil vom Typ Psycho. Auf jeden Fall ist mir egal. Solange das schnell vorbeigeht, ist alles wurscht. Autsch. Und wieder liegt das gleiche Prozedere. Medite tot. Natu tot. Also solange die Natu nicht tot ist, ist ja alles wurscht. Auf jeden Fall schon mal gewonnen. Du hast ja doch einiges auf dem Kasten. Tja. Ah, guck mal, schon Halbfinale. Vielleicht kriegen wir das doch noch in diesem Part hin. Helto. Ehrlich, jetzt werden die Namen irgendwie ganz grotesk. Fritzelblitz und Tuska. Okay, wir werden geheilt, das ist schon mal super. Das habe ich nämlich im letzten Kampf nicht gesehen. Aber mit Heilung ist alles super. So, einmal auf Tuska bitte und du einmal Konfusion auf Fritzelblitz. Scheiß Ruckzuckieb. Dein Flammenrad wird wahrscheinlich Tuska umbringen. Wird's auch. So. Kriegst ein Level ab. Und Vulpix. Vulpix kann die Lava ja weniger anhaben. War hier mal andersrum. Dann mache ich einmal Konfusion auf Vulpix. Und das Ding kann auch wieder Ruckzuckieb. Falls ihr euch fragt, nein, bei Ruckzuckieb, das Spiel leckt nicht. Nein, das ist so vorgesehen. Das ist bei jedem. Na, Vulpix, dafür wird das doch nice. So. Kriegst du jetzt einen Schaufler einmal auf die Nuss und nochmal eine Konfusion?
So, dann würde ich sagen, wie es weitergeht, sehen wir dann im nächsten Part. Und zwar sehen wir das Finale und eventuell auch schon ein bisschen was vom Anfang der Sto der nächsten des nächsten Abteils der Story. Ich würde sagen, bis dann. Tschüss, tschüss.